Zu den Kompetenzen, welche vom Augenzentrum Frauenfeld im Bereich der augenärztlichen Versorgung abgedeckt werden, gehören auch die Laseroperationen der Hornhaut. Diese Eingriffe können das Tragen von Brillen oder Kontaktlinsen überflüssig machen. Die sogenannte refraktive Chirurgie, welche die Fehlsichtigkeiten des Auges durch Lasertechnik hochpräzise behebt, wird als ambulanter Eingriff im Augenzentrum durchgeführt. Durch seine jahrzehntelange Tätigkeit im Universitätsspital hat Dr. Gent im Bereich der Laserchirurgie die jeweils neuesten Entwicklungen mitgetragen und mitverfolgt. Im persönlichen Gespräch mit dem Patienten können die Möglichkeiten und die Ziele eines Lasereingriffes definiert werden. Die Art des Eingriffs, ob nun die Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung korrigiert wird, und die Höhe der Korrektur wird bei einer vollständigen Voruntersuchung bestimmt. Dabei wird die Hornhaut vermessen, sowohl in der Form als auch in der Dicke. Das vermessene Hornhautprofil dient der Planung des Lasereingriffs und es wird ein individuell abgestimmtes Laserkorrekturprogramm des jeweiligen Auges erstellt. Dieses Korrekturprogramm wird in den Laser eingegeben und der Abtrag programmiert. Ein Zielverfolgungssystem mit Infrarottechnik registriert online die Position des Auges und der Laser wird nachgesteuert. Der Eingriff selbst ist relativ kurz und wird ambulant durchgeführt. Danach sind einige Kontrolluntersuchungen sinnvoll und auch notwendig, um den weiteren Heilungsverlauf zu beurteilen und die Nachbehandlung mit Augentropfen festzulegen. Das Augenzentrum Frauenfeld ist auch ein Kompetenzzentrum für refraktive Chirurgie.